Hallo, ich bin Johnny, ich habe den Wolle bei mir und wir zeigen euch heute grob, was man so in Nord machen kann. Wir fangen direkt an, wir haben den Startaufbau schon gemacht. Wenn ich im Zug bin, gucke ich, was für eigene Siedlung habe ich, wo bin ich, momentan nur da. Und dann kann ich mich von dort ausbreiten. Ich darf bis zu 3 Arbeiter setzen in ein Gebiet, das irgendwie mit der Siedlung verbunden ist. Das heißt, ich kann jetzt einfach die 3 hier legen und Wolle ist direkt dran. Das heißt, immer nur in ein Gebiet, ja, also... Ich darf jetzt also nicht in 2 Gebiete gleichzeitig setzen. Dann, genau. Ja, dann, weil es ja hier um Wikinger geht, greife ich dich auch gleich an. Das heißt, ich lege hier meine 3 Leute und habe dann hier die Verbindung zu deiner Siedlung und da kann ich jetzt angreifen. Genau, es ist, entsteht ein Konflikt. Wenn ein Konflikt entstanden ist, wird geguckt, ist es eine neue Verbindung. Das heißt, waren die Siedlungen nicht vorher verbindet? Das ist der Fall. Woll ist in der einen Siedlung drinne. Er kann angreifen. Er ist in meiner Siedlung noch nicht drinne. Das heißt, er kann angreifen. Wäre er da schon drin, wird er sich nicht selber angreifen, ist ja klar. So greift er an und bildet einen Angriffstrupp, entfernt dafür all seine Männer aus der Verbindung und geht dann nach den Angriffsregeln vor, die einfach sagen, was macht der Angriffstrupp. Okay, ich habe jetzt einen Dreierangriff. Das heißt, einer, und zwar der erste, kommt immer aufs Boot. Der zweite kommt in deine Siedlung hier hinein. Und der dritte in meine oder in die hier? Nee, der dritte kommt in meine Siedlung. Immer okay. In die angreifende Siedlung. Okay, alles klar. Ja, dann ist mein Zug auch schon beendet und ja, du wärst wieder dran. Ne? So, ich bin wieder im Zug. Ich lege die beiden hier ein. Das ist jetzt auch eine neue Verbindung zwischen den beiden Siedlungen. Ich bin aber schon dort drin, das heißt, ich kann nicht angreifen. Und später könnte jetzt auch kein anderer Spieler mehr aus der Siedlung da drüben angreifen, weil die Siedlung schon verbindet wäre. Ja, jetzt bin ich wieder am Zug und ich habe hier einen großen Plan, nämlich den Jarl vom Johnny umbringen. Das Ganze kann ich ja nur machen, wenn ich auf alle anderen Aktionen in meinem Zug verzichte. Genau. Ne? Und das mache ich jetzt auch und brauche dann eine Verbindung zum Drachenboot. Die ist hier ja auch gegeben. Deshalb kann ich den umbringen über die Verbindung zum Drachenboot und dann kommt der da gleich hin. Ja, und dann gibt es Punkte für mich, oder? Genau. Du bist hier direkt auf der 20 gelandet. Das heißt, es gibt einfach direkt 20 Punkte für dich. Also super Zeitpunkt. Super Zeitpunkt. Wichtig ist auch noch, du konntest das nur tun, weil du hier die Mehrheit hast. Weil genau. Du bist da der Stärkste. Ja, in der Siedlung hier habe ich am meisten. Ja, und dann ist jetzt das Boot voll. Da gibt es doch auch jetzt. Genau. Immer wenn das Boot voll ist, egal ob es jetzt vom Jarl kommt oder wenn mehr Arbeit reingelegt werden, wird die nächste Wertung ausgelöst. Wir gucken hier. Als nächstes kommt eine Rohstoffwertung dran. Mhm. Wir gucken uns einfach direkt an, was bekommt der Wolle für Rohstoffpunkte. Für Rohstoffpunkte sind wichtig Waldgebiete und Bergfelder. In dem Fall sind hier 2 Bergfelder. Jedes Bergfeld ist 1 Punkt wert. Ein Waldgebiet ist auch 1 Punkt wert. Zusammen 3 Punkte. Dann wird geschaut, an wie viel Siedlungen kann Wolle liefern. In diesem Fall sind theoretisch 2 Siedlungen verbunden, die beiden hier. In dieser Siedlung habe ich aber die Mehrheit und sage, hey, ich bin hier... Der dickste, du darfst hier nicht handeln, deshalb kannst du nur dort drüben handeln. Ah, okay. Das heißt, es gibt insgesamt 3 mal 1 Punkt für dich, wären jetzt 3 Punkte für dich. Wenn es jetzt die zweite Siedlung auch noch wäre, würde das als Multiplikator zählen, also die doppelte Punktzahl dann sozusagen. Genau, wären dann 6, aber das habe ich jetzt erfolgreich verhindert. Ja, da bin ich ja ein bisschen traurig drüber. Wir haben jetzt noch etwas weiter gespielt, es kommt zur nächsten Wertung, da das Drachenboot wieder voll war. Jetzt ist es die zweite Wertung, das heißt, es ist eine Wertung, wo die Kämpfer gewertet werden. Das Wichtigste bei den Kämpfen erstmal, wer kann überwintern? Also in welchen Siedlungen gibt es genug Nahrung? Gucken wir jetzt wieder beim Wolle an. Für die Nahrungsberechnung betrachten wir das Umland, also die 8 Felder drumherum. Jedes Waldgebiet gibt einen Nahrungspunkt. Jeder Fischer im Umland bringt einen Nahrungspunkt. Und die Siedlung selber bringt einen Nahrungspunkt. Das heißt, wir hätten jetzt hier 1, 2, 3 Nahrungspunkte für die Siedlung. Das heißt, maximal 3 Kämpfer einer Farbe dürfen in der Siedlung sein. Hier sind es 2x3 Kämpfer. Alles kein Problem. Passt. Hier drüben passt es hingegen nicht. Die Siedlung selbst bringt einen Punkt, das Waldgebiet im Umland den zweiten. Wolle hat sich aber ein bisschen übereifert. Etwas zu kämpferisch war ich. Etwas zu kämpferisch reingestaltet, hat 4 Kämpfer, kann aber nur 2 versorgen. Das heißt, im Winter sterben 2 von denen, können nicht überwintern. Und dann gucken wir uns an, wie sind die Punkte verteilt. Punkte gibt es bei Kämpfern einfach quadratisch zur Anzahl in jeder Siedlung. Das heißt, 9 plus 4 plus 4 plus 1. Also insgesamt 18 Punkte für Wolle. Und das war dann seine Kämpferwertung. Ja, dann sind wir fast am Ende. Die letzte Kämpferwertung ist schon durchgeführt. Und am Ende gibt es jetzt noch eine Wertung für unsere gesammelten Schatzblättchen. Ja. Johnny, wie funktioniert's? Es funktioniert so, dass wir einfach gucken, was für Schätze haben wir nicht eingesetzt. Weil wenn man Schätze einsetzt,
hat man immer so Spezialaktionen, die im Spiel besser sind. Mhm. Wenn man sie dafür nicht einsetzt, bekommt man einfach Punkte am Ende. Da gibt es eine ganz einfache Tabelle für. Viele verschiedene geben Punkte und viele gleiche geben Punkte. Das ist jetzt so, ich bekomme insgesamt einfach nur 1, 2, 3 Punkte. Wolle hat hier drei gleiche, 9 und 5 verschiedene. Ne? Sind zusammen 19 Punkte. Das heißt, er hat jetzt mit ein bisschen Rumtrickserei am Ende mich doch nochmal überholt. Wie Trickserei. Das war. Und unsere Partie gewonnen. Ja, prima. Na, wunderbar.